Guten Tag, willkommen zurück bei Kingdom Hearts 2 Final Mix in den Pride Lands. Oh, und weiter gibt's Herzlose hier, die aufs Maul bekommen. Bla. Energy Drop. Energy Drop. Morgengrauen, noch ein weiteres Puzzleteil. Ich glaube, manche Puzzles habe ich dann auch schon komplett. Ich habe immer noch nicht ganz rausgefunden, was wir am Ende bekommen, wenn wir alle Puzzleteile haben. Das weiß ich nicht. Aber man muss die bei den Wehen abgeben oder so. Von denen haben wir auch den Hinweis bekommen. Könnte gut sein. So, mit 4 können wir hier so ordentlich Gas geben. Funktioniert ganz gut. Morgengrauen-Teil. Von dem Puzzle habe ich bald alle. Oder habe schon alle. Ein Luzidstein. Nice. When Simba's father, King Mufasa, died, we were told that Simba died alongside him. Who told you that? Scar. It is time! It must be Simba! Sora, hurry! Wait up! Das Ödland. Da mal durch das Ödland durch. Und ein paar Herzlose obendrauf. Goofy struggelt den echt schön weit weg. Da ist eine Truhe. Und da haben wir noch ein Puzzleteil. Morgengrauen. Lass mich schon mal gucken. Items. Ach, ein Abilitamin habe ich noch. Sora. Dann könnte ich das eigentlich jetzt ausrüsten, oder? Die Ability, die ich wollte. Genau, Luftkombo Boost. Yes. Finally.
Haben wir denn noch? Na, Schadstein. Okay. Können wir beim Mokri-Händler wieder abgeben. Tagebuch. Puzzle-Modus. Puzzleteile? Nee. Puzzle-Motive. Was soll das morgen trauen? Ah! Ja, okay, das ist ein bisschen größer, das Ding. Deswegen gibt es so viele Teile. Abenddämmerung ist auch sehr groß. Na gut. Dann mal weiter. Er hat keinen Kopf mehr. Ah, nochmal. Nochmal eine Heilung von Donald, das ist sehr gut. So, jetzt sind wir im Dschungel. Ja, noch einer. Sitzt da einer oben drauf? Da passt so aus. So ein Affenherzloser. Die gab es ja schon mal im ersten Teil. Hätte ja sein können. Dass die hierfür recycelt wurden. Ja doch, da sitzt einer drauf. Oh, der hat so eine Art Voodoo-Maske auf, oder was das ist. Nitriltropfen. So, dich kriegen wir auch noch. Ein Elixier. Nice. Simba! It's me, Sora. Donald and Goofy are here too. Sora, Donald, Goofy. What happened to you? Help, Simba! Help! She's gonna eat us! Timon! Pumbaa! Something must have happened in the jungle. I have to go help my friends. Okay, we'll back you up. Ja, aber zuvor nehmen wir noch alles mit, was hier ist. Karte der Umgebung. Nice. Jetzt nämlich auch noch einen Speicherpunkt, einen Muggelshop. Verlorene Seite. War doch nicht die letzte. Letztes Mal. Okay. Ach, noch einer Bilitamin. Nehmen wir gleich mal ein. Das gute Zeug. Verlorene Seite. 5 Stück. Ja. Das ist aber aus dem Kopf nicht mehr, wie viele es eigentlich sind insgesamt. 5 oder 6. Okay, außer dem Puzzleteil hier ist nichts weiter. Mal gucken, ob ich das kriege irgendwie. Mit Anlauf. Bah, Kamera. Ja, ich versuche halt Viereck und Kreis zu drücken. Das sind 2 Tasten, die sich gegenüberstehen. Die sind schwierig. Ja, das hätte sogar fast gepasst. Muss ich gerade mal probieren. Übrigens, in dieser Löwenform ist Drive nicht möglich. Vielleicht ist das ja euch schon aufgefallen, dadurch, dass die Drive-Bar ausgegraut ist. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn man hier die Drive-Form leveln möchte, aber
das ist leider so. Ja, das Puzzleteil kriege ich irgendwie nicht. Muss ich gucken. Ich will jetzt auch nicht 100 Stunden probieren, von daher, das mache ich dann offscreen alles. So, Itemherstellung. Kraftbolzen erhalten. Schutzengel erhalten. Kreationen. Driver wäre sogar drin. Mokri übernehmen sie. Das Ohrring. Soldatenohrring. Nabilitamin kann ich mir herstellen. Finsterkristall brauche ich hierfür eigentlich nicht. Oder? Nee. Die Duktil-Sachen brauche ich. Ja gut, ein Energiekristall fehlt noch. Der ist super selten. Ist ja nur einen gekriegt. Bis zu 2 zusätzliche Materialien verwendbar. Materialliste. Nee. Materialien. Okay, das ist auch gut. Sammelziele. Finde alle Freuden-Materialien. Energiematerialien, Luna-Materialien und Mithril-Materialien. Okay, geil. Moke, übernehmen Sie Soldatenohrring. Was macht der denn überhaupt? Weiß ich gar nicht. Erhöht das Mokri-Level, das kann ich natürlich tun. Brauche ich den Luna-Tropfen? Eigentlich nur zum Aufwerten oder Energietropfen. Senkt die benötigte Menge. Senkt die benötigte Menge der Materialien auf die Hälfte. Und natürlich das Mokri-Level erhöhen. Ah, erhöht Maximum AP extrem und erhöht die Angriffskraft merklich. Oh, geil. Der Mokri ist im Level aufgestiegen, benötigte Materialien für Rang C-Formeln halbiert. Items in Kreationen können mit der Hälfte der Materialien hergestellt werden. Nice! Das ist voll gut. Ach, da ist jetzt der auch drin, der Soldatenohrring. Genau, Mut übernehmen sie. Achso, das sind alles Sachen, die wir herstellen müssen. Herstellungsformeln. Der Soldatenohrring zum Beispiel ist auch nicht mehr dabei. Und dann Tropfen haben wir noch 3 Stück. Maximum HP extrem und erhöht die Magiekraft merklich. Okay. Warte mal kurz, das will ich mal auschecken. Na, hier brauchen sie nicht die Hälfte. Das bleibt auch immer noch 7 Zwielichttropfen. Oder hier 7 Duktiltropfen. Itemrang S. Ist ja klar, dass es ein Itemrang S ist. Itemrang A, es geht. Na gut, aber sehr geil. Kaufen, was gibt's denn hier? Was? Besen des Herren. Kaufe ich mal. Hammerroute. Okay, kaufen wir auch mal. Aber so, damit ich es ja im Itempool habe. Ich habe ja eh genug Taler. 3000. Passt schon. So. Cumuluskranz. Kaufen wir auch mal. Angriff 4. Geil. Okay. So, nach dieser kleinen Shopping-Tour rüsten wir uns natürlich erstmal aus. Also. AP und Angriffskraft. Vielleicht kann ich den dann tauschen durch den Soldatenohrring. Ja, die Angriffskraft geht um 1 nochmal nach oben. Was ist hiermit? AP. AP ist gut. Und Magie halt. Geht mein AP runter? Um 1. Ja, okay. Dann lieber den Granatring tauschen. Gegen den Soldatenohrring. So, was haben wir denn hier? Den Geiergurt immer noch. Abwehrkraft, Abwehrkraft. Ja, okay. Das passt. So, die Blitzkraftspange und den Folgerreif. Abwehrkraft 3. Den können wir vielleicht tauschen gegen den Magus-Ohrring. AP steigt und Magie natürlich. Ist gut. 3, 3, 3, 4, 2. Ja, okay, das ist gut. Angriff. Können wir hier vielleicht noch seine Magie irgendwie steigern? Haben wir dafür was? Ohne dass was runtergeht vielleicht. Ah, der Granatring habe ich sogar 2-mal. Okay. Oder hat er den schon eben? Ich weiß gar nicht. Aquamarinring. Den kann ich aber auch tauschen. Da habe ich schon bessere Items. Den Granatring zum Beispiel. Kickt er auch. Okay, das passt soweit.
dann nochmal die Items hier benutzen. Einmal Schutzengel auf Sora und dann nochmal Kraftbolzen auf Sora. Was ist denn noch hier? Achso, die... So, dann gucken wir nochmal, was die so können. Ob die besser sind als meine aktuelle Waffe. Nee, aber gegen die Niemandslanze kommt leider keine andere Waffe an. War echt krass, dass ich die gedroppt bekommen habe. Keine Ahnung mehr wie. Okay, Goofy, mal gucken. Nee, da ist der Ogerschild auch noch besser als alle anderen. Gut, aber dann habe ich jetzt zumindest schon mal die Items. Das ist für das Achievement wichtig, weil ich will es ja diesmal auf 100% durchspielen, dass wir alle Ausrüstungsgegenstände wieder haben für Donald, Goofy und Sora. Gut, dann gehen wir mal. Simba, wait! It's Nala! Don't you recognize her? Nala? It's me, Simba. Simba! You are alive! Hey, what's going on here? Don't worry. They're all friends of mine. So that means nobody's planning to eat anybody else for lunch, right? Are you sure they don't want to eat me? Like I'm some kind of pig? We won't, but you are a pig, right? Call me Mr. Pig! Could you guys excuse us for a few minutes? Why am I not surprised? Simba, you've got to come back to Pride Rock. I thought Sora might be able to help, but you're the only one who can save us from Scar. I can't go back. Why? Hakuna Matata. It's something I learned out here. Sometimes bad things happen, and there's nothing you can do about it. Simba? Hakuna Matata! Hakuna Matata! He's not the Simba I remember. Something about Hakuna Matata. Hakuna Matata. Doch geil. Nala hat gesagt, sie möchte alleine sein. Muntert Simba doch etwas auf. Hakuna Matata. Das ihr versteht das doch, oder, Jungs? Natürlich. Warum mag Nala Hakuna Matata nicht? Diesen Spruch sag ich gern. Er heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Ja, genau. My father's dead, and it's because of me. It's my fault. I can't go back. It won't change anything. Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars. So whenever you feel alone, just remember that those kings will always be there to guide you, and so will I. Father, are you there?
Simba, you have forgotten who you are. You must take your place in the circle of life. How can I go back? I'm not who I used to be. Remember who you are. You can all come out now. I'm going back to face my past. I could use your help. He really is a king. Der ewige Kreis besitzt sehr hohe Angriffskraft und erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich die MP nach komplettem Verbrauch aufladen, um 25%. So, wir können jetzt Simba mit ins Team nehmen. Simba ist ziemlich strong. Das mache ich auch. Ich nehme noch Goofy mit. So, Abilities von Simba wahrscheinlich. Genau. Zap. So, Items. Was haben wir denn da? Achso, die Waffe. Was kann die denn eigentlich? Ewige Kreis. Angriffskraft 34. Magie 1. Besitzt sehr hohe Angriffskraft. Joa, hat es, aber... Meine aktuelle Waffe ist leider noch ein bisschen besser und hat natürlich noch einen Combo-Boost. Deswegen leider nein. Okay, wir müssen Simba seinen rechtmäßigen Platz wieder beschaffen. Als König über das geweihte Land. Dann machen wir das doch. So, natürlich erstmal noch ein paar Herzlose verkloppen, das ist auf jeden Fall drin. So, durch die Items, die ich konsumiert habe, sind wir auf jeden Fall schon mal einen Ticken stärker. So, wir können Löwenherz aktivieren. Das Limit. Und damit können wir hier so richtig im Rage-Mode abgehen. Dann hat ein Level up. Die Attacke von Simba ist halt so krass stark. Das ist brutal. So. Ohne weitere Cutscenes, ohne Geplänkel geht's hier weiter. Ah, okay, das sind so Gegner, so Herzlose, die aussehen wie Rafiki. Also von den ganzen Disney-Welten, jetzt nicht die Square Enix-Welten, sag ich mal so. Jetzt zum Beispiel die Welt, die niemals war, oder Twilight Town. Finde ich bisher die Pride Lands irgendwie mit am coolsten. Und die Welt von Herkules. In dem Fall halt die Unterwelt. Finde ich vom Design her einfach so schön. Aber allgemein, sehr liebevoll gestaltet das Spiel. Deswegen bin ich umso mehr gespannt auf den dritten Teil, aber wir haben noch einige Spiele vor uns, bevor wir uns dem dritten Teil zuwenden können. Weil ich will hier alle Kingdom Hearts Spiele komplett spielen. Jetzt nicht jedes Spiel auf 100%, aber zumindest die Mainline Games, also Kingdom Hearts 1, 2 und 3. Und das werden wir auf jeden Fall machen und wir werden es auch auf jeden Fall schaffen. Weil ich liebe diese RPG-Reihe einfach so sehr. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte der Lore. Also wenn ihr da irgendwie Fragen zu habt, bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Aber man kann ja immer googeln und sich schlau machen. Aber es macht mir eher Spaß, die Spiele zu spielen und mich über die Spiele zu unterhalten. Das ist irgendwie so der Lore-King zu sein, der kompletten Plan hat über die Spielegeschichte. Wait a minute, we're gonna fight your uncle for this? Yes, Timon. This is my home.
Simba. You're alive. This kingdom doesn't belong to you. Simba's the rightful king. The choice is yours, Scar. Either step down or fight. Must this all end in violence? I'd hate to be responsible for the death of a family member, Simba. I've put the past behind me. But what about your faithful subjects, have they? Simba, what's he talking about? Go on, tell them who's responsible for Mufasa's death. I am. He admits it, murderer. If it weren't for you, Mufasa would still be alive. Do you deny it? No, but it was an accident. You're in trouble again, but this time, Daddy isn't here to save you. And now everyone knows why. Now, this looks familiar. I think I've seen this before. Oh, yes. I remember. This is just the way your father looked before he died. Here's my little secret. I killed Mufasa. Murderer! Tell them the truth! All right. I did it. Louder! I killed Mufasa! Simba, you get Scar. We'll handle these guys. Excuse me! Pardon me! Coming through! So, Simba hat die Gruppe verlassen. Jetzt sind wir wieder zu dritt. Aber bevor wir den hinterherjagen und Simba helfen, sage ich schon mal, danke sehr fürs Zusehen bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ja, in dieser Welt waren wir noch nicht, deswegen gibt es hier ein bisschen mehr zu tun als in den zweiten Besuchen der Welten. Hier müssen wir auch nochmal ein zweites Mal hin. Aber das machen wir dann demnächst, wenn es soweit ist. Ich danke euch schon mal sehr fürs Zusehen bei Kingdom Hearts 2. Wenn ihr weiterhin Bock auf dieses Spiel habt, dann schaltet doch ein. Ansonsten schaut euch die Episoden zuvor an. Bis zum nächsten Mal.